Ja, hallo zusammen. Ich bin bei Mirko in Köln, bei Sena, bei unserem Partner. Und heute geht es um die Adventure Country Tracks. Jawohl. Ja, schönen guten Tag auch von meiner Seite und herzlich willkommen bei uns in Köln. Jawohl. Ja, schön, dass wir mal wieder bei euch sind. Und jetzt sind wir bald das vierte Mal zusammen unterwegs auf den Adventure Country Tracks. Italien steht an. Italien steht an, ja. Vierter Land schon, das ist schon, ja, ist schon schön gewachsen, ne? Wenn man überlegt, wie das angefangen hat mit Portugal damals. Und jetzt mittlerweile sind wir im vierten Jahr, im ersten Jahr, im ersten fast vollständigen Jahr als Verein. Ja, macht mich auch ein bisschen stolz, das ganze Projekt, muss ich sagen. Das ist eine schöne Sache und ich freue mich sehr auf die Italien-Tour. Du weißt schon mehr über den Track als ich, muss ich zugeben. Ja, obwohl ich auch noch nicht da war. Ja. Aber erstmal so kurz für euch als kurzen Rewind. Adventure Country Tracks, wahrscheinlich werden es einige von euch schon mal mitverfolgt haben, was wir da in den letzten Jahren so getrieben haben. Zusammen mit dir, zusammen mit Touratech, zusammen mit vielen anderen fleißigen Partnern und Sponsoren. 2016 hat es angefangen, da haben wir die erste Strecke in Portugal zusammen erschlossen. 2017 waren wir in Griechenland. Auch sehr schön. Ja. Letztes Jahr Rumänien und das war knallhart, gerade wegen dem Wetter. Und jetzt bereiten wir uns gerade auf Track Nummer 4 vor in Italien. Adventure Country Tracks, also wirklich die letzten schönen Offroad-Strecken in Europa, die ihr mit eurem Motorrad nachfahren könnt. Auf Adventure Country Tracks gibt es da zum Beispiel auch die ganzen GPS-Tracks für euch zum Runterladen und Nachfahren. Und das Ganze hat mal als Projekt gestartet von Touratech angefangen. Der Martin. Martin hatte die Idee. Ich erinnere mich noch an das erste Gespräch, da hat er so die Idee grob umrissen und ich habe eigentlich direkt vom ersten Wort gesagt, bin dabei. Ja. Ich denke, das ist echt wichtig, weil dieses ganze Enduro-Wandern oder Offroad-Fahren immer schwieriger wird, gerade bei uns hier in Europa. Und das eine tolle Gelegenheit ist, relativ einfach, planbar und ja, mit wenig Aufwand im Grunde genommen ein schönes, kurzes, kleines, cooles Abenteuer zu haben. Und ich bin da total Feuer und Flamme für. Und sowohl persönlich wie auch mit dem Unternehmen stehen wir dahinter und werden immer dazu beitragen wollen, das Ganze auch weiter zu fördern. Die Tracks, wir haben jetzt schon drei Tracks online, sind alle auf 5 Fahrtage ausgelegt. Ich meine, das kann man sich natürlich, muss man nicht in 5 Tagen machen, das kann man machen. Jeder so ein bisschen nach seinem Fahrkönnen und auch Lust und Laune. Also man kann das natürlich auch ausdehnen oder wenn es einem zu einfach ist, natürlich abkürzen. Absolut, ja. Also Tracks mit jeweils etwa 5 Fahrtagen haben wir da im Programm. Jetzt kommt der nächste Track, Italien. Wieder mit 5 geplanten Tagen, die schon fleißig vorbereitet worden sind vom Track Scout von Philippe und den Kollegen von Touratech Italien. Aber das ganze Thema ACT, so wie es angefangen hat, hat sich natürlich auch ein bisschen weiterentwickelt, um gerade auch so ein bisschen die Gemeinschaft da rein zu bekommen. Und da ist natürlich ein Thema, wo du mehr involviert bist als ich, nämlich der Adventure Country Tracks e.V. Genau, wir haben schon in 2017 eigentlich gesagt, dass es als Projekt eine tolle Sache ist, aber eigentlich zu groß, zu wichtig und zu offen ist, um es als Firmenprojekt zu halten. Diese ganze Planerei und diese Vereinsgründung ist in Deutschland echt ein Haufen Arbeit und gar nicht mal so einfach. Es hat sich dann fast ein Jahr gezogen, dann gab es ja noch die eine oder andere wirtschaftliche Situation, die uns dazu gezwungen hat, das Ganze etwas zu verschieben, weil wir dann zu dem Zeitpunkt einfach die Namensrechte nicht übernehmen konnten. Die haben wir dann mit den 7 Gründungsmitgliedern haben wir die Namensrechte erworben und haben den Verein gegründet. Und seitdem sind wir quasi selbstständig als Verein, als Organisation. Und wir haben echt schon auch fleißig Mitglieder, die mit dabei sind. Wir planen natürlich für die Zukunft, also fürs nächste Jahr. Wir sind jetzt im ersten Jahr Verein, wir müssen das also auch noch lernen und leben. Wir hoffen, dass aber nächstes Jahr dann auch von der Mitgliederseite aus dann Veranstaltungen gemacht werden, Ausfahrten gemacht werden, Treffen gemacht werden. So ist zumindest die Planung. Auf der letzten Mitgliederversammlung ist es so beschlossen worden. Es gibt eine Vereins-Facebook-Seite, es gibt eine Vereins-Facebook-Gruppe, wo sich die Leute austauschen. Ich lese immer wieder, dass dann irgendjemand sagt, ey, ich habe vor, Rumänien zu fahren. Und dann melden sich dann 2, 3 andere, ich auch. Lass uns zusammentun. Das ist genau der Gedanke, den wir einfach fördern wollen. Ist ja auch ganz wichtig, ich denke, das weißt du auch, alleine fahren ist definitiv keine gute Idee. Wir haben es letztes Jahr gesehen in Rumänien, wie schnell das gehen kann, dass man dann da ja, verunfallt. Und wenn man das alleine macht und liegt dann so wie letztes Jahr der Kollege
in den Bachlauf und ist alleine, dann hat man echt ein Problem, ist einfach lebensgefährlich. Und von daher kann ich nur raten, niemals alleine fahren. Egal wie leicht dir das vorkommt, keine gute Idee. Seitdem hat sich echt viel getan und wie gesagt, wir haben richtig viele Mitglieder mittlerweile, die dem Verein beigetreten sind, den Verein fördern. Ich hoffe, das Ganze noch wächst. Wir hoffen, dass wir nächstes Jahr auch auf der einen oder anderen Frühjahrsmesse ausstellen, um das Projekt noch weiter vorzustellen, den Verein vorzustellen. Und ja, ich bin gespannt, wie sich das so in den nächsten 2, 3, 4 Jahren entwickelt. Aber ich sehe dem ganz positiv gegenüber, wenn ich ehrlich bin. Also das ist eine echt coole Sache. Ich würde sagen, ihr könnt euch auf jeden Fall auch mal die Links unten in der Videobeschreibung euch anschauen. Da haben wir nämlich zum einen die Facebook-Gruppe verlinkt, wo ihr euch mit anderen Fahrern und anderen Interessierten aus der Adventure Country Tracks Community austauschen könnt. Und unten ist auch nochmal der Link zur Webseite www.adventurecountrytracks.com, wo ihr alle Infos zu den Strecken und natürlich auch die Strecken-Downloads bekommt. Alle Infos natürlich auch zum Verein, wie ihr mitwirken könnt, etc. Ja, und dank der Unterstützung vom Verein und dank der Unterstützung der Sponsoren geht es halt jetzt dieses Jahr wieder los. Du einerseits als Repräsentant des Vereins, aber andererseits natürlich auch als Förderer des ganzen Projektes von Sena. Bist jetzt auch wieder beim vierten Mal dabei und ich kann euch sagen, ACTs sind immer eine richtig schöne Gelegenheit, um Mirko so an den Rand der Verzweiflung zu bringen, was die Fähigkeiten in Sachen Kommunikation angeht. Da haben wir viel gelernt in den letzten Jahren und unsere Gruppe, mit der wir fahren, wird immer größer. Und du kommst jedes Jahr mit neuen Lösungen an, wie wir halt die Kommunikation in der Gruppe möglichst gut gestalten können. Einfach mal kurz die Frage, was gibt es von euch dieses Jahr an Neuheiten? Was nehmen wir mit? Wir sind dieses Jahr mit mir zusammen 12 Motorräder. Und dann haben wir noch Janan und Katja als Mediateam im Auto mit dabei. Ja. Das heißt, wir sind nicht nur eine große Motorradgruppe, sondern wir haben auch immer noch ein Auto, was uns folgt und was natürlich auch nicht immer unsere Pace mitgehen kann, unsere Geschwindigkeit mitgehen kann, die wir auf den Motorrädern haben. Wenn die Mädels da am Steuer sitzen, dann sind wir dann schon immer überrascht, wie schnell die dann doch wieder an den Punkten sind, wenn wir irgendwo anhalten. Also wir haben eine riesen Herausforderung in Sachen Kommunikation. Was nehmen wir dieses Jahr mit? Das ist natürlich einer der Gründe, warum wir als Unternehmen mit dabei sind. Ist nicht nur, weil ich das Projekt richtig cool finde, sondern es ist für uns auch eine echte Möglichkeit, die Produkte auf Herz und Nieren zu testen. Das ist, wenn ich dann so auf Messen mal unterwegs bin und mit Kunden spreche und über die kleinen Problemchen oder so, dann kann ich mit Sicherheit sagen, was geht und was nicht geht, weil ich es selber teste. Und in diesem Zusammenschluss mit den Fahrern, die wir sind, da sind ja immer Leute dabei, die neu dazukommen, die Sena nicht kennen, die Geräte nicht kennen. Das heißt, ich habe immer auch Leute dabei, die zum ersten Mal die Geräte benutzen und sehe dann halt auch, wo hakt's, wo haben wir die Probleme etc. Und das ist einfach ein riesen Vorteil für uns, diesen Realtest zu machen. Plus, dass es nass wird, es wird staubig, das heißt, wir können auch gucken, wie ist die Wasserdichtigkeit etc. Und es funktioniert ja sehr gut und das ist schön einfach zu machen. Was habe ich mir für dieses Jahr überlegt? Das lang ersehnte 10C Evo. Ja, jetzt werdet ihr sagen, die haben schon wieder das und sonst keiner. Ja, das ist so. Das ist so eine, wir sagen Vorserie, also Pre-Production. Das ist eine Art fertiges Produkt, allerdings für einen gewissen Zweck vorproduziert. Also 10C war ja schon immer Kommunikationsgerät mit integrierter Kamera. Genau. Das 10C gab es, 10C Pro und jetzt? Das 10C Evo. Wir hatten das damals schon vorgestellt und auch avisiert, dass das kommen wird. Mhm. Haben uns aber dann dazu entschlossen, mit dieser 4K-Lösung noch etwas zu warten und quasi eine 2K-Lösung vorzuschießen. Das war dann das 10C Pro. Das war jetzt so ein Übergangsgerät, aber das bleibt auch weiter. Und das 10C Evo ist tatsächlich für Leute, die einfach mehr brauchen. Also eine höhere Auflösung brauchen, vielleicht auch was Sättigung, was Farbe, Kontrast angeht, das Ganze reduziert brauchen, weil sie damit noch weitere Bearbeitung in Filmsoftwares machen möchten. Das 10C Evo ist tatsächlich auch ganz neu und ganz anders. Das heißt, wir haben auch ein komplett neues Gehäuse. Mhm. Das Design ist komplett überarbeitet worden. Die Linse ist jetzt vorne mehr oder weniger eingearbeitet. Wir haben einen kleinen Hebel, um den Winkel einzustellen. Wir haben hier eine 4K-Kamera drin. Das heißt, die Auflösung ist viel höher. Selbst wenn man das nicht braucht, für den privaten Zweck sowieso nicht. Da ist Full HD mehr als ausreichend. Aber jetzt in unserem Falle haben wir halt die Möglichkeit, dann hinterher im Film, also du oder Janan, das Ganze noch ein bisschen reinzuzoomen. Wir haben einfach mehr Möglichkeiten.
Ich habe es noch nicht wirklich groß testen können. Das heißt, es wird quasi so ein bisschen Jungfernfahrt für uns mit dem Gerät. Freue mich aber drauf. Damit wir aber in der großen Gruppe kommunizieren können, es ist ja Bluetooth, also wieder maximal 4 Leute in dem Fall, werden wir das Plus Mesh mitnehmen. Das ist ja bereits im Handel erhältlich. Das ist so eine Art Dongle, womit man jedes Sena-Gerät dem Mesh-Netzwerk zufügen kann. Und das wird unsere Kombination für dieses Jahr. Also Mesh, das ist als All-in-One-Lösung im Moment nur im 30K gibt. Mesh Intercom, also ein komplett offenes Netzwerk, wo sich beliebig viele Fahrer mit einklinken können. Genau. Und mit dem Adapter kann ich jetzt jedes beliebige Sena-Gerät mit in das Mesh dann reinhängen. Genau. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, auch in dieser großen Gruppe 12 Leute plus noch eine Sonderlösung fürs Auto, wo wir gleich nochmal drauf zu sprechen kommen, da halt komplett alle in der Kommunikationskette drin zu haben, wenn wir es brauchen. Also es gibt natürlich oft Situationen, da müssen wir uns gerade bei den Filmdrehs auf der Strecke gut mit den Fahrern abstimmen, wenn wir uns irgendwo mit den Kameras positionieren und den Leuten Anweisungen geben, wann und wo und wie sie an unseren Kameras vorbeifahren sollen und dann nochmal und nochmal und nochmal bitte. Und da ist es natürlich immer hilfreich, gerade für uns beim Filmen die Kommunikation mit allen zu haben, aber auch natürlich unterwegs in der Gruppe. Es passiert häufig einfach mal, dass irgendwer sagt, ey, Moment, haltet mal bitte kurz an, ich habe irgendwie ein Problem oder pass auf, hier ist gerade, ich habe was richtig Cooles gesehen, lass uns mal hier anhalten, Fotos machen, Filme machen etc. Also wir haben immer die Möglichkeit, dann in der Gruppe zu kommunizieren. Jetzt ist es so, das funktioniert mit dem Mesh in unserer Motorradgruppe immer recht gut. Mhm. In den letzten Jahren haben wir auch immer eine Lösung von euch mit im Auto drin gehabt, die allerdings natürlich nur in der Distanz funktioniert, in dem halt die Bluetooth-Geräte funktionieren. Aber oft ist es jetzt so, dass das Auto teilweise mehrere Kilometer von uns entfernt ist. Und dafür werden wir dieses Jahr uns auch nochmal, oder haben wir uns das ausgedacht, was wir da nutzen. Nämlich, ihr habt einen schönen Adapter, um eure Geräte mit Funk zu verbinden. Also jetzt hier mal exemplarisch ein Handfunkgerät. Das ist also ein Gerät, mit dem kann ich dann auf dem Motorrad Kommunikation zum Auto aufnehmen. Das heißt, ich habe hier die Push-to-Talk-Taste und kann dann über mein Sena, also beziehungsweise das ist mit meinem Sena verbunden, aber über Funk dann das Auto erreichen, wo wir dann eben entsprechend auch nochmal Funkgeräte mit verbaut haben. Und somit haben wir nicht nur eine komplette Bluetooth-Kommunikation in unserer Motorradgruppe, sondern auch noch die Möglichkeit, das Ganze per Funk noch bis zum Auto dann hin zu verlängern. Wir testen nochmal fleißig durch. Das sind die Handfunkgeräte, die wir normalerweise immer nur bei unseren Filmstops benutzen. Wir testen jetzt noch, was wir brauchen, um halt auch wirklich im Gelände, in den Bergen etwas an Reichweite damit zu überbrücken. Also dieses Jahr wird es auf jeden Fall runterlaufen. Ja. Und gerade das Thema Kommunikation, denke ich mal, wird gut abgedeckt sein. Ich bin gespannt, was das neue CNC Evo kann. Ich auch. Ich werde es ja auch testen unterwegs. Ich werde mir eins an den Helm machen und dann auch nochmal drüber berichten, was das neue Gerät alles an Features hat, was es kann. Und gerade ja auch die neuen Einstellungen von der Kamera alle mal ausprobieren. Wir haben ja auch festgestellt, dass Kommunikation ja nicht nur hilfreich ist jetzt zum Thema, dass wir filmen und Anweisungen bekommen oder geben, sondern auch Thema Sicherheit. Ja. Hat uns echt schon oft geholfen, wenn dann der Vordermann gesagt hat, boah, das war hier ist richtig fettes Loch, Ast, Baum, Stein, Matsche, was auch immer. Dann haben zumindest mal die Nachfolgenden die Chance, also diesen Fehler nicht zu folgen. ACT Griechenland, Tag 5, du kommst um die Ecke auf so einer schönen Passstraße und auf einmal kommst um die Kehre und direkt hinter der Kehre fehlt halt mal die Hälfte der Straße. Ja. Da ist das schon sinnvoll, wenn man dann sich warnen kann. Also von daher kann ich das immer nur empfehlen, auf jeden Fall eine Kommunikationslösung zu haben, alleine schon aus Sicherheit. Ne? Bei mir kommt dann noch mit dazu, dass ich ständig Musik höre. Ja. Das entspannt mich auch beim Motorradfahren. Und ich freue mich auf jeden Fall mega auf die ACT Italien Tour. Ist immer so mein Jahreshighlight, was Motorradfahren angeht. Irgendwie schaffe ich das kaum noch, irgendwie Motorrad zu fahren. Und dann weiß ich auf jeden Fall, einmal im Jahr komme ich dazu, Motorrad zu fahren. Und das ist dieses Jahr auf jeden Fall Italien. Und ich bin total gespannt, was Philippe da gescoutet hat. Mhm. In der Vergangenheit waren die Routen von Philippe immer
Ja, mega. Also von daher bin ich sicher, es wird richtig cool. Du kennst die Strecken schon. Du hast da einen riesen Vorteil. Ich kenne die Strecken schon ein bisschen und ich weiß nicht, ich glaube, ich halte es mal hier in die Kamera. Ich muss mich ja auch schon komplett drauf vorbereiten. Du bist aber auch technisch hier auf Top-Niveau unterwegs, ne? Natürlich. Wir werden ja auch jedes Jahr besser und dieses Jahr kommen gerade bei uns im Auto und bei mir auf dem Motorrad Navigationslösungen über Android zum Einsatz, wo wir halt wirklich den kompletten Streckenverlauf mega detailliert mit drauf haben, alle Punkte, die beim Scouting schon vorausgewählt worden sind, hier mit da drauf haben. Wir haben ein Live-Tracking mit da drin, wo wir ständig sehen, wo ist das Auto, wo ist unsere Gruppe. Das heißt, wir sehen jetzt in Italien, können wir quasi sehen, wo die sind und können uns dementsprechend vorbereiten schon auf den Start oder wissen, wir können die Helme noch absetzen. Genau. Das dauert noch 20 Minuten. Noch 5 Minuten, ja. Das ist schon cool. Ja, also viele Sachen, aus denen wir in den letzten Jahren gelernt haben, wovon ihr natürlich nachher auch profitieren könnt, sei es jetzt in Sachen Kommunikation, sei es in Sachen Navigation oder natürlich auch, ja, was die kompletten Streckenführungen, Fahrskills etc. angeht. Darüber werden wir berichten bei uns bei Motorradreise.tv. Für Adventure Country Tracks wird es wieder einen Film geben. Ich denke mal, wir kriegen auch wirklich viel Material und tolle Fotos zusammen jetzt aus Italien. Und ja, ich bin gespannt aufs Mopedfahren. Ja, wir haben auf jeden Fall auch neue Motorräder mit dabei. Wir haben neue Partner auch gewinnen können, die das Projekt mit unterstützen. Unter anderem die Firma Yamaha ist mit dabei dieses Jahr. Könnte ja 2x2 ist 4. Also was da für ein Motorrad mit dazukommt, denke ich, ist relativ klar. Ich bin schon gefahren. Du bist schon gefahren. Du warst begeistert von dem Motorrad. Ich bin richtig begeistert von der Ich habe sie noch nicht gefahren. Ich bin sehr gespannt und ja, also ich freue mich drauf. Und dann, was haben wir denn noch an Neuigkeiten? Ich glaube, wir testen auch einen neuen Reifen, bin ich mir nicht ganz sicher. Also es ist halt einfach auch immer cool, diese ganzen Neuigkeiten dort zu testen, zu dürfen und zu gucken, wie funktionieren die. Funktionieren die? Kann man hinterher in die Kamera sagen, ja, das ist cool, oder muss man sagen, weiß nicht, ob wir darüber reden sollten. Das sind halt echte Tests. Das ist halt kein Werbevideo oder auch keine Werbefilmerei, sondern das ist ja reelles Leben, so wie jedermann. Und das ist halt die coole Sache dabei, denke ich. Ja. Alles, was unterwegs kaputt geht, bleibt entweder kaputt oder muss unterwegs repariert werden. Ja. Ich würde sagen, wir machen das ähnlich wie bei Top Gear. Jemand, der ausfällt, der wird einfach liegen gelassen. Weil, mit einem Fähnchen. Mit einem Fähnchen und einer Position auf dem GPS. Weil es wird sportlich. 5 Tage Etappe, 5 Tage Zeit, das Ganze zu fahren und zu filmen. Und ich freue mich drauf. Es wird spannend. Wenn ihr noch weitere Infos haben wollt zu den Adventure Country Tracks, wie gesagt, unten die Links nochmal zur Facebook-Gruppe, zur Facebook-Seite packen wir auch rein und natürlich auch noch zur Internetseite www.adventurecountrytracks. Ja, Mirko, ganz lieben Dank, dass wir hier sein durften. Danke für deinen Besuch und wir sehen uns ja dann spätestens in so ungefähr einem Monat, glaube ich, ne, oder? Weniger, es sind nur noch 2,5, 3 Wochen. Oh je, und dann geht's schon los. Dann geht's los. Bella Italia, wir kommen. Und ich kann euch sagen, ich werde nicht nur das CNC Evo testen, sondern ich bin ja Kappenambassador für Sena. Und ich habe da hinten schon auf dem Schreibtisch so ein paar neue Prototypen gesehen von den neuen Sena-Kappen. Ja. Da gibt's was ganz Exklusives, das heißt, ich werde in Italien fleißig Kappen tauschen. Und es ist auch für die Italiener was Rotes mit dabei. Also sind wir gut ausgestattet. Sehr schön. Gut. Freue mich drauf. Dann bleibt nur noch zu sagen, gebt uns einen Daumen hoch für das Video und wenn ihr die Adventure Country Tracks unterstützen wollt. Und vergesst natürlich nicht, hier unseren Kanal zu abonnieren. Demnächst gibt es weitere Berichte zum ACT und es sind viele weitere spannende Partner noch mit dabei. Wir freuen uns auf Italien, wir hoffen auf gutes Wetter und dann sehen wir uns bald hier wieder. Ciao.